Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind noch immer im Wald und immer noch mit Reiser unterwegs und haben schon ein paar Pokémon gefangen, ein paar Trainer besiegt, war recht angenehm. Und jetzt, da müssen wir hier irgendwie langsam mal raus. Was steht denn hier? Tipps für Trainer. In Wäldern und Höhlen gibt es viele Items, die man in der Dunkelheit nicht sofort entdeckt. Nimm dir also die Zeit, gründlich zu suchen. Aha. Alles klar, ich suche gründlich. Nix da. Außer ein Pokémon. Pokémon! Haspiro und ein Knaspi. Natürlich, das, was ich letztes Mal angesagt habe, das bleibt natürlich bestehen. Ich werde mir jetzt nachher noch ein zweites Team zusammenbauen, was ich so benutzen werde, denn ihr seht ja, wir sind schon sehr, sehr, sehr überpowert. Denn auch wenn es ein Let's Play ist und ich im Grunde einfach nur das Spiel so richtig schön genießen und erleben will, ist volle Überpowerung doch recht langweilig und uncool. Des Weiteren ist es viel cooler, wenn man mehrere Pokémon haben und die auch immer wieder wechseln. So wie jetzt, jetzt ist wieder mal öfters Onix dran. Danach wird jetzt das nächste Bamelin eine Zeit lang herumhüpfen bei uns. Und so weiter und so weiter. Unser Schmalzlöckchen kommt jetzt weg. Das werde ich dann austauschen. Weiß zwar noch immer nicht, was für eins, aber mal schauen. Was ich noch gerne hätte, wäre ein Wumble oder besser gesagt die Mittelentwicklung da von dem Banekon. Ihr wisst, was ich meine. Das nachher zum Budox wird. Aber das werden wir schon alles hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das hin. Also, Pokémon. Habe auch schon was bisschen umgebaut. Habe hier die Namen geändert. Da werden unser Team reinkommen. Und jetzt kommt hier unser Schmalzlöckchen weg. Das hier oben wird immer unser Team 1 und da unten kommt dann Team 2, 3, 4 und da wechselt man Team 4 einfach immer wieder durch. Das wird, denke ich mal, recht cool. So. Und der nächste Kampf. Und Wumpel. Sollte ich wirklich einen Wumpel fangen und es riskieren? Könnte eigentlich, hä? Ja, komm. Ja, ja. Ich riskier's. Ich schaue, dass ich das Wumpel fange und dann hoffe mir einfach, dass es das wird, was es werden sollte. Und wenn nicht, dann verschenke ich. Keine Ahnung. Ey! Absorber ist fies, Mann! Okay. Katapult. Ciao, Knospi. Ah, Haspiro, Level 12. Was? Galanderi? Was ist denn das für eine Attacke? Kenne ich die noch? Anwender ermöglicht dem Ziel direkt nach ihm zu handeln, solange der Anwender als erstes zum Zug... nee, das brauchen wir auf alle Fälle mal nicht. Ja, okay, Onix hat ein bisschen Leben verloren, aber... Hä? So. Pokéball. Komm her, Wumpel. Ich fang dich. Yes. Macholo, Level 18. Ja, ja. Schick's in die Box. Moment. Schick's in die Box ist gut, hä? Okay, er schickt's immer in die erste Box. Das ist gut. Dann kann ich selber noch entscheiden, wo es hinkommt. Das passt. Okay. Das ist perfekt. Ich nehme jetzt Wumpel nur aus einem Grund mit, damit ich sehe, ob es das wird, was ich haben will oder nicht. Das ist ein Ball.
Mit Honig. Cool. Haufen Blumen. Ah, Ausgang. Ah, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Wulfen. Bitte. Ciao. Schreibt eine Karte. Ganz kurz noch hier schauen. Ah, hier waren die. Ah, okay. Hier ist nichts mehr. Passt, dann haben wir ab. Wenn ich nicht schon wieder im Endeffekt alles mit dem Kopf küssen würde, Alter. Fürchterlich mit mir. Ah, und da sind wir draußen. Na, Gott sei Dank. Was haben wir denn da hinten? Hi. Ja, ja. Ich schmier den Baum mit Honig ein. Du da, du da. Ein bisschen mit dem Honig spielen. Oh, du da, du. Oh, lol. Okay. Natürlich, wir nehmen auch das Plänzchen hier mit. Zinelbeeren. Cool. Was ich sagen muss, es ist ja echt schön, dass ihr das wieder mit den Beeren und so, dass das alles drin ist. Aber es braucht schon seine Zeit. Denn, also jetzt erst pflücken, dann reintun, dann gießen. Und jedes Mal ja, nein, vielleicht beantworten. Es ist... Und ja, warum werde ich überhaupt gefragt, ob ich die Dinger gießen will? Wäre ja blöd, wenn ich Nein sagen würde. Wäre ja nicht besser, wäre ja schlechter. Außer, dass ich vielleicht ein paar Sekunden Zeit sparen würde. Ah, Biersiftbeeren. So. Und keine Sorge, wird nicht immer im Let's Play durchgehend drin sein. Aber hin und wieder müssen wir das auch mit reinnehmen, so wie... Ich hier die Beeren schön abbaue, wieder pflanze, wieder gieße, mit dem Wasser hinter mir. Hä? Hab's Wasser von hinten hier geholt. Hä? Ich hab nie was von Siri gesagt, mir ist es geil. Mein Handy macht sich selbstständig. Skynet is back. Ich habe Angst. Hoffentlich kommt kein Terminator. Okay. So. Ja, gießen natürlich. Gut. Bammelin! Hallöchen. Ja, wir sind eindeutig zu overpowered. Es ist ja schön, wenn man overpowered ist, dann gehen Kämpfe schneller und ja, das verstehe ich. Aber es ist auch, ja, es ist einfach nur ein Geklicke. Darum werden wir immer schön brav jetzt auswechseln. Als nächstes wird Onyx gehen müssen, sobald der Level 20 ist. So, jetzt schauen wir gleich mal, ob Wumpel das wird. Achso, der wurde nicht Level up. Okay. Hi. Ganz entspannt angeln. So etwas mögen Erwachsene. Ja, servus. Da habe ich mir wohl einen energiegeladenen Trainer geangelt. Auf geht's! Oh, okay. Der erste wollte nicht fighten, du willst. Hast sicher einen Carpator, oder? Okay, doch nicht. Ein Goldini. Okay, Unis könnte vielleicht leicht im Nachteil sein. Aber hey, der schafft das. Vielleicht. Oh nö, nicht verwirren. Komm, Onyx, du schaffst das. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Piekser? Kann das Goldini auch keine Wasserattacken oder wie? Ist das wie Parmelin? Goldini besiegt.
Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Yep. Hi. Gar nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Mist. Einer von denen gibt mir doch sicher eine Angel. Wow. Oh Gott. Sag nicht, du hast nur Carpators. Oh Gott, das wird ein Schlachtfest. Erste Schlacht. Ja, platsch, 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 platsch. Ah, ich weiß noch die Zeit, als man am Anfang noch als Carpator Platscher konnte, die Leute noch sagten, hey, ein Platscher hat eine ganz, ganz kleine Chance, alles zu one-hitten. Aber es funktioniert fast nie. Die Chance ist einfach so gering, aber es existiert. Was so ein Scheiß. Als würde so etwas geschehen. Dein nächstes Carpador, bitte. Nein, ich will mein Pokémon nicht auswechseln. Das nette Onix braucht noch ein paar EP. Alter, echt. Ich komme mir vor, als würde ich mit einer Panzerfaust auf eine Ameise schießen. Nur, dass es klar ist, Onix ist die Panzerfaust. Und Carpador ist die Ameise. Ey, der hat echt nur Carpadors. Was ist denn das für ein Angler? Dabei muss ich zugeben, Garados finde ich echt cool. Nur Carpador, ne? Aber Garados ist cool. Ja, Wumpel Level Up. Das ist sehr schön. Jetzt sehen wir gleich mal, ob das Wumpel jetzt wirklich das wird, was ich werden sollte oder nicht. Mit meinem Glück wird's ein Schaloko. Ja, wir wissen's, dass du nur Carpadors hast. Okay, das Carpador hat sogar mehr Ausdauer als alle anderen, weil das hat gut ausgehalten. Bringt's natürlich trotzdem nicht. Alter, 42 EP. Nein, nicht auswechseln. Ah. Es ist halt auch eine Sache, die man verkürzen könnte. So in der Art mit, hey, ich frag dich nicht, du kannst einfach, wenn ein Pokémon besiegt wird, einen Knopf drücken. Und wenn du den drückst, dann wechselst du was aus. Wenn du den nicht drückst, geht's einfach normal weiter. Wäre viel einfacher und cooler. So, endlich besiegt. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Ja, mit nur Carpadors, Ja, du entwickelst dich, das weiß ich. Ja, 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 ja! Banekorn. Moment, seit wann habe ich so viel Glück? Nicht gut. In seinem Kokon ist es heiß, denn sämtliche Körperzellen produzieren in diesem Inneren Energie, damit es sich entwickeln kann. Und es lernt Härtner. Okay. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Komm, lass uns kämpfen. Also. Okay, er hat 3. Die Chance, dass er nur Carpador hat, ist Hab nichts gesagt. Sollte echt die Klappe halten, Alter. Jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, nein, es wird kein Carpador, es wird ein Carpador.
Nein, es wird ein Schaloko und kein Burox oder wie das Ding auch immer heißt. Nein, es wird genau das. Moment. Ich fange in der nächsten Runde ganz sicher kein Mew. So, ha, Spiel. Beweis mir, dass ich in der nächsten Runde kein Mew fange. Und ja, jetzt kommt ihr gleich. Umgekehrte Psychologie funktioniert nicht. Das Spiel ist intelligenter als wir. Wow! Okay, Onyx, jetzt hast du kassiert. Schade. Okay. Jetzt war ich mir eigentlich sicher, dass Onyx dran ist. Aber gut. Dann bist du K.O. Soll mir recht sein. Ciao, Goldini. Steinhagel, okay. Dafür würde ich ehrlich gesagt den Steinwurf rausnehmen. Weil der ist eigentlich sozusagen das Schlechtere. Weil das Katapult hat 100% Chance und der Steinwurf nur 90%. Der Steinhagel hat auch 100%. Marmelin, Level 17. Kapator, ja. Komm. Dann kann auch gleich Unix hier bleiben. Ah, Steinhagel. Vielen Dank. Wenn Sie wieder einen Hagel wünschen, dann wählen Sie einfach Wulfen Hagel Service. Durch die Niederlage hat sich mein Gesicht verkrampft. Wenn es so ist, dann ist halt so. Tut mir aber schrecklich leid dann. So. Onyx. Ah ja, sorry. Nein. So. Okay. Onyx, du musst mal hier rüber. So. Marmelin, du musst mal hier hoch. Team ist nicht unbedingt cool ausgewogen, aber wir werden schon was finden. So. Trank, cool. Dass ich überall immer hängen bleibe. Den Baum haben wir eingeschmiert. Ja, den Baum haben wir eingeschmiert. Ah, ewig now, hi. So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erfrischend sein, findest du nicht auch? Keine Ahnung, hab keins. Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihm sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Aber ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galactic sehen doch so cool aus. Ich weiß ja nicht. Hey, du! Ja, du, da, Trainer! Du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Ja, sehr freundlich, aber auch. Also wirklich. Servus. In letzter Zeit hat Team Galactic ganz schön vielen Leuten ihre Pokémon geklaut. Auch mir. Jemand sollte der Sache mal nachgehen. Aber Team Galactic ist mir einfach nicht geheuer. Ich hoffe, sie tun meinem armen Pokémon nichts an. Okay, das heißt wohl, ich muss ran. Hallo junger Trainer, welche Pokémon hast du denn dabei? Mit dieser App mit dem Pokédex kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Du erhältst die Pokémon-App Zutraulichkeitsstatus. Okay. Mit dem Zutraulichkeitsstatus kannst du überprüfen, welche Pokémon dich besonders mögen. Das wird jetzt gleich grausam, Leute. Denn die Pokémon mögen mich sicher noch nicht. Wo sehe ich das? Hier, oder wie? Bin ich doof oder verstehe ich nicht, wie das funktioniert? Naja, egal. Und wegblenden. Wende einen Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Ja, mache ich. Und jetzt will ich mal hier runterschauen. Hopp, hopp. Oh, cool.
Oh, hallo, hier entlang bitte. Was, wo? Ja, was? Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Diala und werde dir im Globalclub mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn du eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft hast, kannst du dich mit dem Internet verbinden, um in diesem Club mit Trainern auf der ganzen Welt zu kämpfen, Pokémon zu tauschen und mehr. Drücke den Hirnknopf, um den Connex-Club zu betreten. An manchen Orten wie in Häusern oder Höhlen lässt sich diese Funktion jedoch nicht einsetzen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Oh. Lass mich dir kurz erklären, wie du am globalen Club teilnehmen kannst. Der globale Raum lässt sich über die beiden Schalter links sowie durch Drücken des Y-Knopfes betreten. Im globalen Raum kannst du mit Trainern aus aller Welt Link-Kämpfe bestreiten, per Link-Tausch, Pokémon tauschen und mehr. Ist das dann so? Ist das dann hier der Wunder-Dingsbums-Kampf oder wie ist das? Dies ist der Globalclub. Möchtest du den globalen Raum nutzen? Ja. Einfach mal testen. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, werde ich wohl müssen. Schätze ich mal. Okay. Suche ein Pokémon Center auf und betritt dort den Connex Club, um dich mit anderen Spielern auszutauschen. Hi. Servus. Danke. Ich schaue noch kurz mal rein. Verbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Moment. Hui. Oh. Wer bist denn du? Also, will ja nichts sagen, hä? Aber Mensch, sind hier viele Leute. Willkommen im globalen Raum. Sag Bescheid, wenn ich dir etwas erklären soll. Wie kann ich helfen? Erklärung? Reden? Tausch? Du kannst Pokémon mit anderen Spielern tauschen. Je mehr neue Spielern du begegnest, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei auf ein seltenes Pokémon triffst. Aha. Rufen. Tauschen. Ah. Okay. Nee, unnötig. Okay. Wie komme ich nie wieder raus? Da. Ruf. Bleib hier! Schade. Kein Wundertausch. Ich weiß aber, dass es ihn gibt. Ich weiß nur noch nicht, wie. So, Pokémon geheilt. Jetzt würde ich sagen, wir schauen mal, was ist denn das hier? Hallöchen. Haus des Untergrundmannes. Tiefgründige Abenteuer. Okay, hört sich gut an. Hallo. Hi. Servus. Die Untergrundhöhlen sind unfassbar weitläufig. Alles zu erkunden macht echt Spaß. Ich war der Erste, der in den Untergrundhöhlen gegraben hat. Deshalb nennt man mich auch den Untergrundmann. Ich habe ein Geschenk für dich. Nutze es weise. Du erhältst das Erkundungsset. Cool. Verwende das Erkundungsset, das du in der Basis-Tasche deines Beutels finden kannst, um dich in die Untergrundhöhle zu begeben. Ach ja. Ich kann dir beibringen, wie du ein exzellenter Höhlenforscher wirst. Und? Bist du interessiert? Mhm. Ja, ja, ja. Braucht nicht einmal Ja sagen. Dann lass uns am besten gleich in die Untergrundhöhle gehen. Es ist ganz leicht, die Untergrundhöhle zu betreten. Verwende einfach dein Erkundungsset. Allerdings musst du dazu draußen sein. In Häusern oder Höhlen klappt es nicht. Und jetzt ab mit dir. Ich tu nicht. Er macht das von selbst. Was soll denn das? Wow. Hey, Wolfen. Bist du etwa das erste Mal hier? Willkommen in Sinnohs Untergrundhöhlen. Diese Höhlen bilden ein riesiges Netzwerk aus Gängen unterhalb von Sinnoh. Wie? Was ich hier mache, fragst du? Wie erkläre ich das am besten? Du kannst hier unten sozusagen alles tun, worauf du Lust hast. Du kannst unter anderem nach Schätzen graben, oder eine Geheimbasis errichten. Genaueres erfährst du vom Untergrundmann in Ewigenau. Wenn du zurück in die Oberfläche möchtest, drücke einfach Y. Ich muss jetzt los, man sieht sich.
Ah, da sind wir wieder, Opi. Na? Wie ich sehe, bist du in den Untergrundhöhlen gewesen. Sehr gut. Dafür gibt es eine Belohnung von mir. Du erhältst eine Purpursphäre S. Du erhältst eine Indigosphäre S, eine Jadesphäre. In den Untergrundhöhlen dummeln sich Pokémon, die man hier oben nicht zu Gesicht bekommt. Begegnest du so einem seltenen Pokémon, steigt die Freude gleich ins Unermessliche. Deine tiefgründigen Abenteuer haben gerade erst begonnen. Komm jederzeit vorbei, wenn du mehr erfahren willst. Ich will sehen, wie ich buddeln kann. Hallo? Moment, zuerst mit ihm reden. Auf zu den Fossilien. Ich habe den Bergbaumuseum mit Erzlingen. Der Untergrundmann hat mir Tipps dazu gegeben, wie man Fossilien ausgraben kann. Und bevor ich loslege, werde ich nun auch dir einen Tipp geben. Beim Graben stößt du manchmal auf dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du zu oft auf sie einschlägst, bricht die Wand zusammen. Merk dir das, dann kommst du mit dem Sammeln von Fossilien rasch voran. Okay. Wie war es denn in den Untergrundhöhlen? Groß und leer, sagst du? Das liegt einfach daran, dass du in Sachen Höhlenforschung noch ein Anfänger bist. Unter der Erde liegen an vielen Stellen Schätze vergraben, die mit bloßen Augen nicht zu erkennen sind. Als nächstes möchte ich, dass du nach solchen Schätzen suchst. Begib dich zu den gelb funkelnden Stellen, die dir dein Radar anzeigt, und such dann mit Hilfe des A-Knopfs nach Schätzen. Alles klar. Okay. Abwärts. Nope. Gibt's da eigentlich eine einfache Möglichkeit auch? Mal schauen. Erkundungsset. Einsetzen, hineinsehen. Ah, okay. Registrieren. Oh, cool. Das Erkundungsset wurde registriert. Drücke, um einzusetzen. Okay. Das heißt also, Ja, danke. Naja, über Leine da rein. Brauche mich nicht mit dem Internet verbinden, oder? Nee. Okay. Wir sind jetzt hier. Da hinten blinkt's. Hier. An der Wand ist ein kleiner Vorsprung. Möchtest du versuchen, dort zu graben? Ja, möchte ich. Okay. Oh, im Erkundungsset befindet sich eine Notiz. Nach Schätzen graben. In deinem Erkundungsset findest du eine Vorschlaghammer und eine Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du wahre Schätze aus den Wänden holen, aber achte darauf, alles auszugraben, bevor die Wand einstürzt. Du schaffst es, viel Glück, Trainer. Du hast in der Wand, was auch immer. Okay. Ja, dann würde einfach sagen, ich prügel mal los, oder? Und hier. Oh, da ist was Harz. Moment. Das ist doch nur ein Stein, oder? Das ist nichts Besonderes. Das ist nur ein Stein. Ich habe einen Stein ausgebuddelt. Juhe. Bin so gut. Da ist wieder was. Irgendwas Kaputtes. So, und dann machen wir noch hier was rein. Und dann machen wir noch hier. Da. Da oben könnte noch was sein. Da sparen wir auch mal drauf. Ne, da ist nichts. Passt. Dann kann es also nur mehr hier sein. Okay. Ah, ich kann hier auch buddeln, oder wie? Ja, gut. Gut, man kann also auch hier buddeln, aber hier ist halt relativ anstrengend. Okay, da ist alles zusammengekracht. Die Wand ist eingestürzt. Du erhältst eine Purpursphäre L. Du erhältst eine Indigosphäre S. Du erhältst eine Purpursphäre S. Oh. Ist doch nicht so schlecht. Und ich habe noch was Cooles entdeckt. Das zeige ich euch auch noch. In den Räumen, wo ein Fragezeichen ist, sind geheime kleine Räumchen versteckt. Und dort gibt's Pokémon.
Aber nicht nur Pokémon, man kann sie sogar sehen. Ist das toll. Juhu. Hallo. Hallo, Parmelin. Hallo, Petiza. Ist das schön. Hi. Ja, nein. Haha, daneben. Ich muss sagen, das ist schön. Genau so hätten sie es machen sollen. Aber oben, nicht nur hier unten. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Nächstes Mal gehen wir auch die Arena an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Ciao.